Ja, da sind wir online. Also, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Englisch. Jo, Herr Sofort ist jetzt wieder nicht mit dabei. Also, jetzt schauen wir doch einfach mal in den Item Shop rein. Neue Leaks kann man jetzt so aktuell nicht. Oh, da haben wir diesen Archetype. Ich finde den Button. Potten hässlich, den Archetype. Nee, also Leute, gefällt mir nicht wirklich der Archetype. Und der Archetype kriegt von mir nur 4 von 10. Schauen wir mal ganz kurz, wie sieht's. Was ist dies? Wie sieht es aktuell aus? So, hier haben wir es. Da. 3,97 von 5 bei 37 Votes. 5. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 104 Reminders sogar. Okay. Also, dann haben wir hier den Kaliper. Und den Kaliper, ja, ist jetzt auch nicht so die Ober-Mega-Bringer-Ding da. Aber, ja. Was machen die eigentlich für ein Geräusch? Ah. Ich gebe der 6 von 10. Schauen wir mal hier. 4,55 von 5 bei 11 Votes. 5. August 2018 ist das mal drin gewesen. 39 Reminders. So, haben wir noch irgendwas? Den Servo! Den finde ich cool, muss ich sagen. Den finde ich wirklich cool, den Gleiter. Gefällt mir sehr gut. Und der Servo bekommt von mir 9 von 10. Schauen wir mal, der Servo hier. 4,38 von 5 bei 8 Votes. 5. August 2018 ist mal drin gewesen. 29 Reminders. So, haben wir da noch irgendwas? Außer dem Ding da. Und jetzt kommen wir natürlich zu unseren Juletide Ranger. Jetzt bin ich natürlich mal ganz, ganz gespannt, wie denn eure Benotungen sind. Wir haben ja gestern unsere Noten bereits abgegeben dazu. Schauen wir da mal ganz kurz rein. Was sagt ihr denn über die? So, 4,2 von 5 bei 25 Votes. 156 Reminders, ne, siehste. So, dann haben wir hier den Knock-Ops. Wird wahrscheinlich deutlich, nochmal deutlich besser dastehen. Ja. Und, ja. So ist es auch. 4,75 von 5. Wer hätte das gedacht? Die weibliche Version immer höher bewertet. 16. Dezember. Ja, brauche ich gar nicht. Was? What? Habe ich noch gar nicht gesehen hier. 1199 Reminders. What the fuck? Oh mein Gott. Also das Ding war ja wirklich mal Hammer gefragt, sage ich mal. Jesus, Jesus, Maria und Josef. Mein lieber Scholli. Der Knock-Ops. Ist ja der reinste Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn, der Wahnsinn. Dann haben wir hier den Cozy Roaster. Und der What? Oh. Dass euch diese Standardgleiter so gut gefallen. Okay, 4,8 von 5. Von 10 Votes sind es. 46 Reminders. Ja. So, dann kommen wir hier oben zum Burnout. Ja, ist halt ein Biker-Skin, ja. Sieht ein bisschen aus, wie als wäre von Mad Max hier. The Burnout. Ich gebe dem 6 von 10. Hier 4,07 von 5. Bei 27 Votes. 9. März 2018 ist das erste Mal drin gewesen. So. Dann haben wir den Voyager. Auch wieder ein normaler Standardgleiter. Und ihr wisst, was passiert. Und vor allem, da ist er wirklich nicht schön. Also 0 von 10. Voyager. 0 von 10. Hier haben wir 3,17 von 5. So. Mehr sage ich dazu nicht. Und jetzt haben wir einen neuen Emote. Jetzt bin ich gespannt.
Ist das geil. Mega geil gemacht, ey. Ehrlich. Zehn von 10, das Ding ist so geil. Der Meme-Type ist mega geil. Ich bin mal gespannt, gibt es denn dazu denn überhaupt schon Noten? Ist das witzig, ey. Haben wir denn schon Noten? Nein, gibt noch keine Noten dazu. Also den finde ich. Ich muss mir noch einmal angucken. Ist das cool gemacht, ey. Oh, hier die Cutting Edge. Und die Cutting Edge kriegt von mir 7 von 10. Gucken wir mal, das Wing Tool ist. Das ist ja dieser Effekt da hinten noch. 7 von 10. 4,5 von 5 bei 2 Votes. Dann haben wir Capoeira. Mit dem Knock-Ops. Jinga. Ewi, Capoeira. Ewi, Capoeira. Jinga. So, Capoeira, da kommen immer wieder, werden immer wieder Erinnerungen wach in mir, wenn ich das sehe. Mega geil, Capoeira ist echt mega fett. Hat richtig Bock gemacht. Also. Ja. Kriegt von mir 9 von 10. Capoeira. Wie sind denn da aktuell. Ja. Von eurer Seite nicht ganz so beliebt. 3,18 von 5. Bei 11 Votes, 25. August 2018, das ist mal drin gewesen. Ich liebe das Ding. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte dann doch lieber die andere Standardmusik von Capoeira genommen, aber wahrscheinlich, ich vermute mal, dass da eventuell noch irgendwelche rechtlichen Probleme gegeben hätte oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall mega, 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 mega. Glaube ich, ja, wahrscheinlich hätte ich noch einen anderen Kick reingenommen, aber egal. So, also dann haben wir hier den Renegade. Und ja, der Renegade ist ja auch einer der beliebtesten, in Anführungszeichen, No-Skins, ja. Renegade kriegt von mir, ja, was soll ich dazu sagen, kriegt von mir 6 von 10. Jetzt wieder, der hat gleich, der gibt ihn immer so nicht. Obwohl, so beliebt ist er noch nicht mal, guck mal. Gib mir so eine Scheißnote, kann ich hier immer, gib mir keine Scheißnote. So, 3,5 von 5 bei 20 Votes. 5. November 2017, das erste Mal drin gewesen. 88 Reminders. Ja, die absolute Überraschung heute war wirklich tatsächlich der Knock-Ops das, und eben diesen Meme-Type. Also Knock-Ops, dass wir da so eine krasse, also über 1100 Reminders, das ist Wahnsinn. Und zum Abschluss gucken wir uns nochmal den Meme-Type an. Meme-Time. Nicht Meme-Type. Ist so cool gemacht, ehrlich. Mega nice. Ja! Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.